mit einer Hand eine CPU wechseln. Philipp, du bist mir ja ein Experte. Hey ja, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie man am Titel schon sieht, geht es heute um einen Office-PC, den wir zu einem Gaming-PC machen. Normalerweise würde man sagen, ja okay, Grafikkarte rein und gut, aber es gibt vor allem bei Office-PCs, deswegen auch Optiplex Gamer, gibt es da manchmal ein paar Probleme, auf die ich jetzt noch eingehen werde. So vor allem auch BIOS-Updates oder sowas, die man machen muss und vielleicht auch gar nicht funktionieren. Na, wir werden sehen. Als Beispiel-PC nehmen wir jetzt mal den hier. Das ist ein Dell Optiplex OEM, immer noch so, wie der Hersteller es wollte. Hier ist ein i3 der zweiten Generation verbaut. Ich glaube, der i3-2120. 6 GB RAM haben wir verbaut, 240 Watt Netzteil und eine 500 GB Platte. Als Grafikkarte wird einfach nur die interne Grafikeinheit des i3s verwendet. Für dieses Teil habe ich 35 Euro bezahlt. Ist ein wenig, ja, sieht nicht mehr ganz so schön aus, aber wenn man jetzt für genau dieses Modell bei eBay mal schaut, gibt es da auch für 30 oder 40 Euro, tatsächlich sogar für 40 Euro ein Modell schon, wo ein i5 drin verbaut ist. Ne, also so allzu teuer sind die mittlerweile gar nicht mehr. Wenn man dann jetzt aber so ist wie ich und hat das i3er Modell, könnte man auch auf die Idee kommen, für 10 oder 15 Euro ein i5-2500K sich dafür zu besorgen. Das würde auch funktionieren, aber das möchte ich gleich ausprobieren. Ich habe hier in meiner Kiste noch einen i5, ist der das? Genau, der 3570K. Ist eigentlich viel zu schade hierfür, weil man die dann auch übertakten könnte. Allerdings ist das die dritte Generation im Gegensatz zur zweiten Generation. Das kann auf Anhieb funktionieren, muss es aber nicht. Und es gibt nicht für jedes OEM-System BIOS-Updates, die man dann tatsächlich auch installieren kann. Das werde ich auch noch später ausprobieren. Und wenn wir jetzt hieraus ein Gaming-PC machen wollen würden, wäre die einfachste Formel, da dann erstmal eine Grafikkarte einzubauen. Natürlich müsste man dann auch drüber nachdenken, eine andere CPU einzubauen, aber das kommt dann immer ganz darauf an, welche Grafikkarte man nimmt, welches Budget man dafür ausgeben möchte und was hier an sich schon drin verbaut ist. 6 GB RAM sind, sage ich jetzt mal, noch okay, vor allem für die 35 Euro hier. Da wird dann noch eine SSD reinkommen, weil ihr ja alle so SSD-geil seid und dann schreibt, ja, man kriegt ja schon so eine SSD für 15, 20 Euro. Ich würde sie in Budget-Builds eigentlich nicht verbauen, aber wenn sie jetzt tatsächlich so günstig sind, mein lieber Mann, warum nicht? Ne, geht ja eigentlich nur im Titel, wenn man jetzt eine Art Budget-Build baut, darum, dass die Zahl oben möglichst klein ist oder möglichst noch unter 100 bleibt. Und wenn man dann noch eine SSD hat und dann 15 Euro minus packen kann und das dann ein unter 100 Euro PC ist, dann sieht das schon ganz anders aus. Ne? Also kein Clickbait, einfach nur, weil es geht. Jetzt kommt es eben darauf an, welche Grafikkarte man dort einbaut. Ich würde jetzt spontan sagen, mit dem i3 zusammen eine GTX 750 Ti. Die Ti-Variante davon habe ich nicht hier, ich habe nur eine normale 750er Grafikkarte hier und für die Karten würde ich so maximal 35 bis 40 Euro ausgeben, vielleicht für die Ti-Variante ein bisschen mehr. Allerdings haben die Ti-Varianten die Bredouille, dass wir dann noch einen zusätzlichen 6-Pin Stromanschluss benötigen, die das Netzteil eigentlich nicht hergibt. 240 Watt sind das, also man könnte dann noch diesen Adapter verwenden, die habe ich schon öfter benutzt. Solange wir nur einen Adapter davon verwenden, hat das eigentlich immer funktioniert, vor allem von diesen OEM-Netzteilen. Wir sind ja jetzt nicht bei irgendeinem PC-Shop, der 5 Euro China-Böller einbaut, irgendwie SL oder CL500 gab es mal, da stand da 500 Watt drauf und die Kabel wurden schon warm, wenn man damit gespielt hat und so ein Anschluss war da auch nicht dran. Also ne, ein ordentliches 500 Watt Netzteil hat auf jeden Fall zwei hiervon, vielleicht sogar in der 8-Pin-Ausführung. Jedenfalls kann man das dann hier einfach hineinstecken, weil wir bei dem Netzteil wirklich nichts anderes haben, aber die werden, glaube ich, hier von Delta hergestellt, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich sehe es hier gerade nicht, aber ne, meistens steht es da auch nicht unbedingt immer drauf. Aber die Netzteile von Dell oder HP, die dann verbaut werden, die sind eigentlich ganz in Ordnung. So, und das, was wir jetzt hier machen, kann man natürlich auch mit allen anderen PCs machen, wenn man jetzt beispielsweise mal bei eBay guckt. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich auch für 20 Euro einen PC gesehen von Hynix oder Hinux. Ich weiß es gerade nicht mehr genau aus dem Kopf. War auch ein i3 verbaut, glaube ich, sogar der dritten Generation. 4 GB RAM für 20 Euro. Also würde ich sofort abholen. Aber das ist in einem ganz anderen Postleitzahlgebiet. Können wir jetzt nicht nehmen. Aber wenn man sowas hat, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite, weil man wirklich alles erweitern kann. Genauso wie hier bei diesem Dell-PC. Es gibt aber auch OEM-PCs, bei denen das nicht geht. Und dazu möchte ich dann einmal kurz rüberschwenken und eine kleine, ja, wie kann man sagen, Exkursion geben, wenn es wirklich um OEM-PCs geht, welche man kaufen sollte und welche nicht und warum genau. Da das Thema aber nun doch ein wenig größer war, als mir im ersten Moment bewusst war, werde ich dazu ein eigenes Video machen, weil ich jetzt keine 10 Minuten in diesem Video nur über OEM-PCs reden möchte. Dazu mache ich dann ein separates Video und dann
ne, dann freut sich auch jeder, dass er noch ein Video von mir kriegt. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen den PC einmal sauber, wechseln Wärmeleitpaste, weil der echt dreckig ist. Ne? Also, mein lieber Mann, das ist schon selten. Und ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht, letztens, wie man einen PC vernünftig sauber macht. Ich werde es jetzt ungefähr genauso machen hier. Also wer das für seinen eigenen PC anwenden möchte, der könnte auch jetzt rechts oben mal klicken. Dort fände er dann auch ein paar, Anregungen, wie man seinen PC sauber macht. Nun werde ich aber diesen PC mal reinigen und ich mache hoffentlich nichts kaputt, aber ich bin ja vorsichtig. Und ungefähr 36 Minuten später ist das Ding dann gesäubert. Mir ist allerdings aufgefallen, vor allem hat man das hier gesehen, das Gehäuse stand wohl mal in irgendeinem Raum mit sehr hoher Luftfeuchte. Allerdings auch nur von außen gab es da so manche Stellen, die ein bisschen weiß geworden sind. Und hier ist jetzt aber auch weg, der USB-Port hatte oben ein ganz, ganz bisschen Rost drauf. Das konnte man aber direkt abwischen, also ganz komisch irgendwie. Guck mal hier, da, genau, das meinte ich, da war ich noch nicht drüber. Warum passiert sowas zu PC-Gehäusen, an PC-Gehäusen. Nun denn, ich habe den CPU-Kühler noch nicht wieder komplett montiert. Ich möchte nämlich erst wissen, ob ich jetzt vielleicht irgendwas kaputt gemacht habe oder sowas. Ob er mir ein Bild auswirft. Und wenn dem so ist, möchte ich mal schauen, was passiert, wenn man jetzt eine CPU der dritten Generation da reinschmeißt. Philips? Ah, ja, danke. Ich weiß, dass es meiner ist. So. So wie ich das Ding kenne, wird es jetzt einmal angehen, dann wieder ausgehen und dann wieder angehen, weil wir, glaube ich, die Reihenfolge des Arbeitsspeichers gewechselt haben. Yep. BIOS-Batterie war ja nicht raus. Sollte jetzt sofort wieder angehen, siehst du mal. Und nun gibt es einen Piep. Nee, aber der Lüfter wurde leiser. Ja, perfekt. Was? Ja, okay. Aber hier können wir jetzt auch gleich mal in die... Wenn ich denn eine Tastatur angeschlossen hätte, könnten wir jetzt uns einmal System Information anzeigen. 6 GB, 2120, ja, genau so ungefähr. Dann gehen wir wieder aus, dann wechseln wir mal eben die CPU. Ich lege den Kühler hier einfach nur eben so drauf, das Ding muss ja auch nur eben hochfahren. Ne? Ist das Ding jetzt großartig warm geworden? Nicht mal lauwarm. Ne? Und der i5, der wird dann, na, also fürs kurze Betreiben kannst du das eben machen. Ich schätze aber, wenn wir jetzt gleich versuchen müssen, ein BIOS-Update zu machen, dann muss ich erstmal gucken, wie Dell das gerne hätte. Mit einer Hand eine CPU wechseln. Philipp, du bist mir ja ein Experte. Ja, ist ja auch nur fürs Video. Normalerweise mache ich das immer mit zwei Händen. So, richtig verrastet. Sehr schön. Zack. Habe ich den nicht schön sauber gekriegt? Guck mal, der sieht aus wie neu. Oh, und den habe ich vergessen. Na gut. Das Mainboard könnte übrigens rummeckern, wenn dieser Lüfter nicht angeschlossen ist. Ne? So ist das bei OEM-Geräten manchmal. Das kann man allerdings im BIOS ausschalten. Na, ich hab's gewusst. Der macht jetzt, glaube ich, die ganze Zeit einen Bootloop, weil er mit der CPU nicht klarkommt. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob es hier für ein BIOS-Update gibt. Weil manchmal geht sowas eben nicht. Ne? Und das liegt auch eigentlich nur an den Board-Revisionen. Irgendwo steht die dann manchmal unten drin, Revision 1.5 oder so. Ich glaube, dort steht sie drauf. Schön mal wieder mit sowas zu arbeiten. Das habe ich bestimmt ein Jahr nicht mehr gemacht. Ja, ich schaue mal sofort nach. Und wie kommt man jetzt an ein BIOS-Update, you may ask? Na gut, gehen wir Dell OptiPlex 390 ein, gehen auf die Herstellerseite, gehen zu Treiber und Downloads und irgendwo dort wird es auf jeden Fall zu finden sein. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier so lange rumhakelt. Ich gehe einfach mal auf das Neueste, was geht, nämlich Windows 8. Und hier steht dann sogar System BIOS dringend. Und Datum der letzten Aktualisierung 16. Januar. Ne? Und weil das eine Exe-Datei ist, die werde ich dann einfach mal runterladen, bedeutet das, dass ich erst Windows installieren muss und tatsächlich auch ein paar Treiber hinterher schieben muss. Wir können ja gucken, was passiert, wenn ich es jetzt öffne. Wahrscheinlich wird er dann aber sagen, irgendwas nicht supported oder hoffentlich macht er mir jetzt hier keinen Schabernack. Tatsächlich passiert hier jetzt gar nichts. Das sollte auch nicht sein. Jetzt müssen wir noch mal schauen, ob das hier wirklich, ja, sage ich jetzt mal, das richtige System ist. Manchmal gibt es das nämlich so, dass ein Modell oder eine Modellreihe auch mit AMD-CPUs manchmal beworben wird. Aber
hier ist das, hier steht schon was von Intel drin, ne? Aber nur mal um zu schauen, ob wirklich HD 2000, 2500, 3400 Grafiken, ja, das passt auf jeden Fall. Und die Grafikkarte 7470, die wurde wahrscheinlich irgendwann mal mit dazu verkauft. Ja, das läuft wohl. Das bedeutet, dass wir jetzt da einmal Windows installieren müssen auf der SSD, aber dauert ja nicht allzu lang. Vorher natürlich noch einmal Wärmeleitpaste auf die CPU, die jetzt drin ist. Und dann ne, können wir loslegen, gell? Wie der Gerätemanager vorhin versprach, gab es keine Geräte mehr, die keinen Treiber besitzen. Ich habe hier jetzt mal eine andere Grafikkarte eingebaut, weil irgendwie gerade beim Hochfahren kein Bild mehr kam. So, dann haben wir hier die BIOS-Datei oder die BIOS-Update-Datei. Ja, die schreiben hier jetzt sowas wie, ja, alle Programme schließen und während des Updates keine Stecker ziehen. Gucken wir nochmal, ob der Stecker wirklich vernünftig drin ist. Den ist aber so. Und dann, ja, wenn man es nicht macht, könnte vielleicht das System unbrauchbar werden. So, A06 ist installiert von, gibt es hier ein Datum? Leider nicht. Und A14 wird installiert. Ja gut, immerhin noch aus diesem Jahr. Also ich frage mich, wenn Dell für dieses Jahr, für diesen PC, der, haben wir hier ein Datum drauf, sicherlich schon 4-5 Jahre alt ist, wenn nicht sogar älter, dann mögen die ihre PCs sicherlich. Oder die wissen einfach, dass solche PCs auch noch wirklich ein perfekter Office-PC sein kann. Oh, das habe ich noch nie gesehen von Dell. Das ist ja cool. Okay, BIOS Update successful, rebooting your system. Und dann sollte man auch diese CPU verwenden können. So, Moment der Wahrheit. Zack, einmal rein. Ich habe gerade übrigens einmal die BIOS-Batterie getauscht, weil ich gemerkt habe, wenn man das Ding mal kurz abgehabt hat, hat er dann rumgemeckert nach dem Neustart, dass wieder alles im BIOS verstellt ist. Aber das ist nicht schlimm. Tja, dann haben wir hier wohl, keinen Erfolg gehabt mit einem BIOS-Update. Oh Mann, das ist doof. Jetzt macht ihr die ganze Zeit Neustarts. Aber was man noch machen könnte, als letzte Idee, einmal die BIOS-Batterie rausnehmen. Ich weiß, dass es nicht funktionieren wird, aber ne, um die Hoffnung ein wenig länger da zu lassen. Mir ist gerade noch was anderes eingefallen, weil der i5 nicht funktioniert hat. Mir wurden ja mal von einem Zuschauer zwei Server geschenkt und da war dann jeweils ein Xeon i3-1220 V1 oder V2 dabei. Das weiß ich gerade nicht, hier wird es nicht angezeigt. Dann ist es, glaube ich, V1 und das Mainboard hat ja irgendwie mal Probleme gemacht mit der CPU zusammen. Dass bei manchen Cinebench-Tests, wenn man kurz eine Pause gemacht hat und dann nochmal getestet hat, dass der PC da einfach rausgegangen ist. Jedenfalls funktioniert das hier drin. Also schön zu sehen, dass der Xeon auch unterstützt wird. Also können wir festhalten, zumindest bei diesem Modell kriegt man mit einem BIOS-Update die CPU-Kompatibilität nicht höher. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn man sowas findet, einfach nur für den Fall, dass man später nochmal upgraden möchte, weil die dritte Generation dann doch schon mal ein Stück besser sein kann, dass man sich dann auch diesen PC holt mit der dritten Generation an CPUs. Oder vielleicht wird auch nur genau diese eine CPU nicht unterstützt, weil es eine K-Variante ist, weiß man nicht hundertprozentig. Aber ich würde vorschlagen, wir machen dann mit der CPU einfach weiter. Die ist ungefähr so gut wie der i5-2500K. Und wenn man sie jetzt kaufen wollen würde, ginge das aus China, glaube ich, ab 17 Euro los. Also kann man ungefähr, glaube ich, vergleichen. Ist ungefähr genauso gut wie der 2500er. Ja, aber die sind nicht immer so günstig. Na, aber nun gut. Wir sind jetzt aber immer noch in der Bredouille der Stromversorgung, weil wir hier ja eigentlich einen Adapter haben für einen 6-Pin-Stromanschluss. Aber das Ding braucht einen 8-Pin-Stromanschluss. Und ich habe kurioserweise noch diesen Adapter gefunden von 2 auf 1. Und ich weiß nicht, wer sowas schon mal gesehen hat, das bleibt auf jeden Fall nicht so und die Grafikkarte wird hier auch nicht drin bleiben, aber einfach mal um zu gucken, ob die Grafikkarte hier mit dem Netzteil läuft, sollte sie eigentlich, ne, also, ne. Es kann übrigens auch dazu kommen, dass wenn man die Grafikkarte dann eingebaut hat, dass man irgendeinen Anschluss vom Mainboard abnehmen muss, weil das eben scheiße designt ist. Das ist aber auch bei normalen Mainboards manchmal so, dass da irgendwo ein Kondensator stört. Sollte eigentlich nicht passieren. Aber wenn man dann solche I/O-Anschlüsse abnimmt, gibt es da dann eine Fehlermeldung. Jedenfalls kann man oder muss man jetzt bei jedem Start F1 drücken, aber das kannst du auch ausstellen. Ja, okay. Kann man manchmal ausstellen, manchmal eben nicht. Da muss man halt beim Starten immer auf 1 drücken, ist aber jetzt auch nicht unbedingt kriegsentscheidend, nervt nur manchmal, aber wenn man den PC dann in Standby hat oder sowas, ne, dann geht das ja auch.
Und das ist passiert. Das Netzteil reicht nicht aus, um die RX 570 zu betreiben, zumindest dieses Modell. Vielleicht gibt es das Modell ja auch mit einem 6-Pin-Anschluss, oder das gibt es auf jeden Fall, vielleicht gibt es das aber auch ohne diesen Anschluss, das schaue ich jetzt sofort mal nach. Dann könnte man nämlich sagen, okay, besorgt ihr genau das, aber das hat hier nicht funktioniert. Sind die Kabel denn warm geworden? Ja, lauwarm, ne? Also die Kabel hier sind schon mal dicker als die, aber das hat auf jeden Fall nicht so super geklappt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit einer GTX 1050 Ti. Die ist in meinem PC eingebaut, die braucht keinen extra Stromanschluss und dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber, na, vielleicht liegt es auch an diesem Adapterkonstrukt oder so. Ja. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen wohl. Was ich allerdings schade finde, ist, dass ich die RX 570 nicht verwenden konnte aufgrund des Netzteilproblems. Aber für solche Sachen muss man halt immer sorgen, dass das funktioniert. Also wenn man jetzt einen Office-PC hat, dann muss man erstmal darauf achten, okay, welche Power habe ich, was für ein Gehäuse habe ich. Also es gibt zum Beispiel Grafikkarten, die einfach ein bisschen länger sind, da nicht reinpassen. Und dann meistens auch ein Mainboard. Kann ja sein, dass da irgendwo ein USB- oder ein SATA-Anschluss genau im Weg hängt und welches Netzteil man hat.
Von der Power her würde ich jetzt sagen, ich habe gerade mal ganz kurz was zusammengekritzelt, hier so eine kleine Liste, welche Grafikkarte man sich so ungefähr anhand der Cinebench R15 Werte, die eine CPU erreicht, zulegen sollte. Hätte gerne auch ganz gerne eine Meinung dazu, ob das so ungefähr passt, ne? Weil so würde ich PCs zusammenbauen, wenn ich die und die Leistung hätte. Es ist natürlich immer besser, wenn die CPU ein wenig besser ist als die Grafikkarte an sich, aber das kommt immer mal wieder auf das Spiel an, weil wir können uns merken, wenn wir generell wenig FPS in einem Spiel haben, ist die Grafikkarte zu schlecht. Und wenn wir teilweise gute FPS haben, aber immer wieder Einbrüche, dann liegt es eben an der CPU, dass die zu langsam ist. Und das ist tatsächlich auch bei, ja, ich glaube, bei Fortnite ist das irgendwie aufgefallen, da war die CPU schon wieder ein wenig zu schlecht. Aber ich denke, dass diese 6 GB Arbeitsspeicher da auch einfach nicht ausgereicht hat. Das kann man vielleicht später nochmal ausprobieren, aber mache ich jetzt nicht. Ne? Also eben diese kleine Liste, da kann man ungefähr sagen, okay, ich habe ein i3, bla bla bla. Ich glaube, der i3, der dabei war, der hätte irgendwie 250 oder 300 Cinebench-Punkte gehabt und da eine 750 Ti dazu. Das hätte, glaube ich, gepasst. Da sind jetzt allerdings nicht alle Grafikkarten aufgeführt. Das sind einfach nur Karten, die halbwegs günstig geworden sind. So halbwegs zumindest im unteren bis zum mittelhohen Segment, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt auch zum Beispiel keine, ja, wie kann man das sagen, eine GT 720 oder so ist nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, welche oder welche Werte die Grafikkarte jetzt abgibt, weil ich mit sowas hier gar nicht hantiere. Ich weiß einfach nur, dass neuere Karten, die schlechter sind, teurer sind als ältere Karten, die irgendwann mal besser waren, wenn man mir so folgen kann. Wichtig ist allerdings, dass man bei manchen Karten, die auf der Liste stehen, ein Netzteil benötigt. Und deswegen muss man dann auch gucken, okay, hole ich mir jetzt die nächst bessere oder nächst schlechtere Karte, weil die vielleicht weniger Strom verbraucht oder gerade eben nur einen 6-Pin-Stromanschluss hat, den man schon besitzt an seinem Netzteil, oder vielleicht besitzt man ja schon ein starkes Netzteil, aber hat einfach keine Grafikkarte da drin, weil Baum, keine Ahnung. Ne? Deswegen, da muss man ein bisschen gucken, ob sich das dann lohnt. Ansonsten das nächst schlechtere oder vielleicht sogar das überbessere. Kann ja sein, dass man das wirklich mal machen könnte, weil diese 20 Euro Unterschied oder 30 Euro, die man dann für ein besseres Netzteil investieren würde, sich dann wieder annullieren, wenn man einfach eine bessere Grafikkarte nimmt und das Geld da reinsteckt. Ne? Das ist immer so ein bisschen, do your research, würde ich da sagen. Das hängt immer ein wenig voneinander ab. Ich glaube, ja. Ne? Also sagt mir mal bitte, wie ihr die Liste auf jeden Fall findet, die sich vielleicht ein bisschen besser hiermit auskennen. Ich wusste jetzt einfach nicht, wie ich es besser zusammentragen kann. Ich mache das auch, die Leistung der Grafikkarten anhand von Cinebench, von Firestrike, 3D-Mark-Werten fest, so ungefähr. Ich habe auch eine kleine Excel-Liste hier einfach mal zusammengetragen von sehr, sehr vielen Grafikkarten, die ich mal hier hatte, und habe ich mir eben den Wert aufgeschrieben und gut ist. Zusätzlich könnte man jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir nehmen uns eine Flex und machen in die Seitenwand ein kleines Loch rein, packen da Plexiglas hinein, vielleicht noch die eine oder andere LED-Leiste, vorne beleuchteter Lüfter, wer denn drauf steht, und dann, weiß ich nicht, sieht ja schon gar nicht mehr so schlecht aus. Also ich finde den PC an sich gar nicht so schlecht. Es gibt sehr, sehr viele hässliche Office-PCs, das muss man ja sagen. Aber das ist glaube ich, ganz in Ordnung. Und was ihr nicht vergessen dürft, ich habe dieses Video jetzt nur zu einem Office-PC an sich gemacht, weil da ein paar kleine, ja, wie sagt man, Quirks dabei sind. So Kleinigkeiten, die eigentlich egal sind, aber manchmal auch stören, dass man Stecker abnehmen muss. Und wenn Stecker fehlt, sagt der PC dann auch, okay, der Stecker fehlt, drück jetzt jedes Mal beim Starten F1. Ne? Manchmal kann man es ausschalten, manchmal nicht. Nur so habe ich das gesagt. Aber man kann auf jeden Fall auch ganz normale Office-PCs an sich verwenden, die jetzt irgendjemand zusammengebaut hat. Was weiß ich, PC-Shop, obwohl ein Office-PC von Dell hat auch irgendjemand zusammengebaut. Ich meine da wirklich ein Office-PC mit normalen Teilen. Ne? Ein normales ATX-Netzteil von BeQuiet, ein Asus-Mainboard, so wie man das eben kennt. Abschließend würde ich dann sagen, lasst mich wissen, was ihr jetzt noch zu diesem Thema haben wollt. Das nächste Video allgemein zu Office-PCs, welche man davon kaufen kann und welche nicht, für genau das Vorhaben, was ich jetzt habe, ist in der Mache, ist quasi schon 60% fertig. Das kommt dann irgendwann mal. Und ja, ich habe auch die LED-Lichtleisten, diese ARGB und Pinout herausfinden und so weiter auch noch natürlich im Hinterkopf. Aber mir ist gerade diese Idee gekommen, weil ich gerade mal wieder günstig an so ein Ding rangekommen bin. Ganz wichtig ist aber,
ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt für 35 Euro diesen PC mit einem i3 bekommen und dann gab es für 47 Euro sogar VB, also vielleicht sogar für 40 Euro oder auch für 45 Euro zu kriegen, denselben PC mit irgendeiner Billig-Grafikkarte drin, das ist erstmal egal, aber dann auch mit einem i5 vorinstalliert. Irgendwas stand da noch von Wärmeleitpass, die müsste ersetzt werden, aber die kostet ja auch nicht die Welt. Ne? Deswegen, manchmal lohnt es sich ein wenig mehr zu investieren, um dieses Vorhaben zu realisieren. Es kann sich auch manchmal lohnen, wirklich einen fertigen PC gebraucht zu besorgen, weil wenn ich jetzt überlegen würde, okay, ich besorge ein Mainboard für den Sockel 11551, dann sind wir dabei roundabout 20 Euro. Dann selbst den i3 einzeln, der kostet um die 10 Euro. Dann noch 6 GB RAM, da wären wir dann auch schon bei 15 bis 20 Euro. Dann noch irgendein Gehäuse, irgendeine Festplatte und irgendein, habe ich schon Netzteil gesagt? Na, also wisst ihr, meistens ist es so, wenn man Sachen zusammenkauft, sind sie auf jeden Fall billiger. Und nicht unbedingt preis-leistungsmäßig, aber generell, wenn man irgendwas aufbauen möchte. So, ja, okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Jetzt am Ende zeige ich noch ein paar Builds von meinen Zuschauern. Wer selber ein paar Bilder von Builds, ist mir schon aufgefallen, diese Kohärenz beim Aussprechen. Wer selber Bilder zuschicken möchte, soll dies tun, am besten unten und nur an die E-Mail-Adresse. Und bitte schon Specs zum PC, irgendwelche Namen, Spitznamen etc. bitte schon in das Bild mit einfügen. Dann spart es mir nämlich die Arbeit und dann sehe ich da ganz viele unterschiedliche Schriftarten. Ne? In Gelb und Grün und was nicht alles. Nun gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao, ciao.